Ja Leute, heute kommt ein lang gewünschtes Video von euch und zwar der Wechsel der Stoßdämpfer. Gleich mit neuen Federn und auch mit neuem Domlager. Wir zeigen das Ganze hier an dem Beispielwagen, wieder ein BMW E46, diesmal ein 330 Diesel Touring. Aber seid euch bewusst, dieses System, wenn ihr es einmal verstanden habt, ihr könnt es auf jedes andere Fahrzeug auch anwenden. Was brauchen wir alles dafür? Wir brauchen eine kleine Auswahl an Ratschen und Nüssen. Ein paar Schraubenschlüssel, also ihr solltet einen Satz Schraubenschlüssel haben, Schraubenzieher. Ganz wichtig, einen Federspanner brauchen wir auch, den verlinken wir euch dann auch in der Videobeschreibung. Und wir brauchen auch nochmal ein Brett. Und als allererstes beginnen wir damit, das Rad runterzunehmen und dann sehen wir weiter. So Leute, jetzt haben wir den kompletten Einblick eigentlich auf unseren Stoßdämpfer, auf unser Fahrwerk. Hier an der Vorderachse. Folgendes Problem, warum müssen den Dämpfer überhaupt tauschen? Der Hauptgrund ist meistens, dass sie undicht werden. Ihr seht es hier, hier oben ölt er ordentlich raus. Man sieht es auch hier, wie das Öl hier am Dämpfer direkt runterläuft. Das ist ein erheblicher Mangel beim TÜV, sollte aber auf jeden Fall auch für euch als Sicherheit auf jeden Fall gewechselt werden, denn das Fahrverhalten verändert sich auf jeden Fall dramatisch. Das Fahrzeug fängt zu hüpfen an, weil die komplette Stoßdämpferwirkung nicht mehr da ist. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen jetzt das komplette Federbein ausbauen. Das sitzt einmal hier unten im Achsschenkel, seht ihr gleich noch genauer, wird nochmal gehalten vom Stabilisator und oben seht ihr dann noch die restlichen drei Schrauben vom Domlager. So, hier seht ihr jetzt den Stabi befestigt am Stoßdämpfer. Dieser ist auch der erste, welchen wir gleich rausmachen. Wenn ihr es genauer sehen wollt, seht ihr das Video eingeblendet. Den Stabilisator müsst ihr aber nur direkt am Stoßdämpfer aushängen, da er unten nicht stören würde. Ihr lasst den Wagen jetzt so weit auf das Brett ab, bis ihr den Stabi hier schön, ohne dass er groß auf Spannung ist, aus seiner vorgesehenen Halterung herausziehen könnt. Danach könnt ihr die Konstruktion wieder lösen, das Brett entfernen, den Wagen wieder hochpumpen und jetzt, wenn ihr die rechte Seite macht, schlagt den mal nach rechts ein, auf der anderen Seite anders, um jetzt hinten sämtliche andere Schläuche noch am Stoßdämpfer lösen zu können. Jetzt seht ihr hier direkt am Stoßdämpfer noch eingeklipst einmal den Bremsschlauch und einmal die Leitung für den ABS-Sensor. Diese klipst ihr einfach aus der Halterung raus. Zur Not nehmt ihr euch einen Schraubenzieher mit zur Hilfe. So, jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema für Autos mit Xenonlicht. Diese haben meist an den Querlenkern sogenannte Niveauregulierungssensoren. Die müssen auf jeden Fall abgeschraubt werden oder ausgehängt werden, bevor ihr jetzt weiterverfahrt. Dieses Fahrzeug hat Xenon, also ist auch dieser Regler hier drin. Ihr seht es mit dem kleinen Bein. Der würde je nach Einfederungsverhältnis des Fahrzeuges einen anderen Wert dann ans Xenon-Steuergerät geben und dann somit die Scheinwerfer einstellen. Wenn wir jetzt weiter den Querlenker nach unten ziehen, was wir später machen müssen, würden wir hier diese Verbindung kaputt machen, den Sensor zerstören. Ihr macht es am besten hier unten an dieser 13er Mutter. Diese schraubt ihr einfach ab. Und ihr könnt das Teil dann nach oben einfach herausnehmen und sichern. Als nächstes schlagt ihr die Lenkung in die andere Richtung ein. Als nächstes trennen wir jetzt Stoßdämpfer und Achsschenkel, so dass der Stoßdämpfer dann nur noch oben am Domlager hängt. Dafür müsst ihr jetzt hier die 18er Schraube aufschrauben. Wenn ihr die Schraube dann weit genug aufgeschraubt habt, kann es passieren, dass der Achsschenkel sich dann komplett von alleine löst, nach unten kippt und somit der Stoßdämpfer dann schon frei ist. Ihr nehmt jetzt den Stoßdämpfer einfach raus und passt jetzt nur auf und stützt den Achsschenkel ab, dass euch die Bremsleitung nicht komplett auf Spannung ist. So, nachdem ihr jetzt den Achsschenkel schön gesichert habt, er unten schon schön rausgerutscht ist, gehen wir jetzt in den Motorraum und lösen die Schrauben vom Domlager.
Wie schon gesagt, als nächstes löst ihr jetzt nur noch hier oben die drei 13er Muttern vom Domlager. Bei manchen Fahrzeugen kann es sein, dass sich die Aufnahmen für den Dom unter einer Abdeckung befinden. Aber ihr könnt ja ungefähr den Stoßdämpfer verfolgen und dann könnt ihr die Abdeckungen wegbauen. Während ihr die letzte Schraube jetzt aufschraubt, solltet ihr den Stoßdämpfer festhalten, weil er euch sonst nach unten runterfallen würde. Ist die letzte Mutter komplett gelöst, könnt ihr das komplette Teil herausnehmen. So, hier seht ihr es jetzt schön. Der Stoßdämpfer ist hier an der Dichtung undicht geworden. Das ganze Öl, wie ihr seht, ist hier schön verteilt und der hatte sowieso keine große Wirkung mehr. Der Stoßdämpfer hatte die Aufgabe, Schläge abzudämpfen und das Rad auf den Boden beim Fahren zu pressen. Und ist diese, wie schon am Anfang gesagt, Wirkung nicht mehr komplett gegeben, dann fängt das Fahrzeug an zu hoppeln, zu flattern beim Bremsen. Das kann alles daher rühren, dass die Stoßdämpfer kaputt sind. So, ihr seht jetzt hier den ausgebauten Stoßdämpfer. Es ist sinnvoll, wenn ihr euch schon an die Arbeit ranmacht, gleich alles mit zu erneuern. Das heißt auch die Fahrwerksfedern zu erneuern und auch das Federbeinstützlager oder Domlager zu erneuern. Hier merke ich schon, es hat Spiel drin. Im schlimmsten Fall kann das dafür auch der Grund sein, dass eure Lenkung beim Lenken knackt, wenn hier das Lager verschlissen ist. Da wir jetzt hier drin noch an die Manschetten müssen, müssen wir das Federbein komplett zerlegen. Das müsstet ihr auch machen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur die Federn oder die Domlager wechseln wollt. Wir zeigen euch jetzt, wie es geht. Dafür brauchen wir jetzt einen Federspanner. Als erstes nehmt ihr mal die Staubkappe hier oben ab. Und da seht ihr dann auch schon gleich innen eine Mutter. Das ist eigentlich die komplette Verbindung zwischen dem Domlager oben und dem Stoßdämpfer an sich. Dieses hält auch die Federspannung konstant. Wichtig, diese jetzt nicht einfach aufschrauben, sondern jetzt den Federspanner zuerst ansetzen, um die Spannung der Feder wegzunehmen, um dann sicher hier oben die Mutter lösen zu können. Jetzt setzt ihr den Federspanner schon mal ein. Achtet bitte darauf, dass ihr die richtigen Tellergrößen verwendet. Und ihr könnt diesen mit der Hand schon mal vorspannen, dass dieser schön anliegt. So, nachdem ihr jetzt hier den Federspanner schon angesetzt habt, spannt ihr die Feder jetzt ein bisschen vor. Wichtig bitte, arbeitet bei Federspannern, die hochwertig sind, aber auch bei weniger hochwertigen, auf jeden Fall mit der Ratsche und nicht mit dem Schlagschrauber, da ihr sonst ziemlich schnell das Gewinde kaputt machen könntet. Und auch wichtig ist, dass ihr auf keinen Fall den Federspanner komplett bis zum Anschlag durchzieht. So, hier seht ihr jetzt die Verbindung oben am Domlager nochmal mit der Mutter. Diese müsst ihr lösen. Es kann möglich sein, dass ihr beim Aufschrauben der Mutter diese nicht aufbekommt, da sich innen drin das Federbein mitdreht. Das wäre dann hier die Gewindestange. Dafür bräuchtet ihr dann eine 21er Nuss mit hier oben einem Futter, dass ihr diese halten könntet mit einem Ringschlüssel und einen Imbus, wo ihr dann praktisch die Mutter draufsetzt, oben dann das Federbein im Prinzip blockiert und dann hier mit einem Ringschlüssel hier drauf geht und es lösen könnt. Ihr könntet jetzt auch probieren, mit dem Schlagschrauber aufzumachen, wenn ihr einen habt. Ich probiere es jetzt als erstes mal ohne die Konterung zu lösen. In den meisten Fällen klappt es wirklich ohne Konterung. Hier scheint es auch der Fall zu sein. Das Federbein dreht sich nicht mit und die Mutter löst sich. Wichtig ist, dass ihr euch bewusst seid, dass, wie ihr es jetzt gesehen habt, die Feder trotzdem noch leicht unter Spannung steht und somit natürlich es ein bisschen rausschnalzen kann, wenn ihr es aufschraubt. Ist aber kein Problem, wenn ihr schon das Ganze mit dem Federspanner einigermaßen gesichert habt.
So, was brauchen wir davon jetzt noch? Ganz wichtig, das Domlager solltet ihr erneuern, das brauchen wir nicht mehr. Die Beilegscheibe, die sich oft hier zwischen Domlager und Federteller befindet, brauchen wir natürlich. Den Federteller selber brauchen wir auch, als auch natürlich die Gummiauflage, die hier oben drauf ist. Ganz wichtig, dass die dabei ist. Den Stoßdämpfer an sich brauchen wir nicht mehr. Allerdings brauchen wir hier unten auch wieder die Gummiauflage, den Pralldämpfer und auch die alte Manschette. Wenn diese kaputt sein sollte, dann solltet ihr die auf jeden Fall gleich noch erneuern. So, als nächstes kommen dann jetzt auch schon die neuen Sachen ins Spiel. Diese packt ihr schon mal aus. Wichtig ist, dass ihr natürlich die richtigen Teile kauft und auch ganz wichtig, ihr müsst darauf achten, dass ihr Seite rechts und links nicht verwechselt. Die sind unterschiedlich, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht so aussehen. Dann das neue Domlager auch. Das legen wir auch schon bereit. Und die neue Feder auch noch. Beim Domlager selber ist es noch wichtig, dass ihr die Staubschutzscheibe auch noch mit umbaut. Ihr seht jetzt hier ganz schön, wie trocken das Lager hier selber ist. Und auch wenn ihr es dreht, ihr seht, die Kugeln, es lässt sich gar nicht mehr richtig gescheit drehen. Im Gegensatz hierzu, ohne Probleme, hier ist richtig Fett drin. Das heißt, hier gleich die Kappe schön drauf geben. Das ist schon mal im Prinzip umgebaut. Dann merkt ihr euch, hier kommt dann die Kappe auch noch dazwischen. Und den Teller könnt ihr euch dann praktisch auch schon mal bereitlegen. So, Nummer 1. Und als nächstes kommt jetzt erstmal die Feder dran. Diese müssen wir einmal schön zusammenpressen. Und danach können wir es dann komplett zusammenbauen. So, als erstes presst ihr jetzt die Feder zusammen. Hier im größtmöglichen Winkel. Das heißt, also ihr probiert auf die untersten Windungen so gut wie möglich drauf zu gehen. Nicht auf die ganz unteren, weil hier liegt er ja am Stoßdämpfer auf. Und hier oben am Federteller. Also so wäre es jetzt ziemlich perfekt. Und ihr spannt jetzt die Feder schön vor. Wenn ihr die Feder jetzt weit genug zusammengepresst habt, dann kommt als erstes mal hier wieder die Gummikappe drauf. Die lasst ihr einfach mal so drauf liegen praktisch. Dann ist wichtig, ihr müsst euch bewusst sein, dass die Federn auch ein oben oder unten haben. Das heißt, hier ist die ein bisschen ovalere gewickelte Windung das Ende. Wir legen sie ungefähr schon in die Richtung hin, wie sie dann drauf gehört. Legen sie schon an, halten das Ganze fest. Wichtig, vergessen die Staubkappe nicht. Und auch den Pralldämpfer nicht. Und dann kommt jetzt einfach von oben zuerst wieder der Federteller drauf. Hier auch wieder darauf achten, dass die Gummiabdeckung drauf liegt. Diesen setzt ihr an. Danach die Beilegscheibe und das neue Domlager. Jetzt setzt ihr dann hier oben die Mutter ein und schraubt diese dann auch gleich schon richtig fest. Überprüft nochmal, ob ihr in den richtigen Positionen seid, dass die Federn richtig sitzen. Wenn ihr jetzt merkt, dass sich das Federbein durchdreht, dann macht ihr hier erstmal einen Halt. Die Schraube sollte schon mindestens ungefähr so drauf sitzen. Und ihr fangt jetzt schon wieder an, den Federspanner zu entspannen. Entweder ihr macht es zu zweit, dass einer hält, oder ihr macht es in einem Bock, also in einem Spannbock oder sowas, dann geht es auch alleine. Wichtig ist jetzt nur, während ihr den Federspanner leicht entspannt, dass ihr nur überprüft, dass die Federn immer noch richtig sitzen.
Wenn ihr jetzt den Federspanner komplett entnommen habt, seht ihr, der Federteller oben ist auch noch nicht wieder richtig in seiner Position drinnen. Das kommt auch davon, dass wir oben das noch nicht komplett wieder festgezogen haben. Das erledigen wir jetzt auch noch. Sprich, wir ziehen das Ganze jetzt hier noch richtig fest, bis ihr unten dann auch seht, dass das Ganze richtig wieder drinnen ist. So, ihr seht, unten ist er wieder komplett drinnen. Hier oben sieht es auch aus wie vorher. Diese Schraube zieht ihr zwar gut an, aber nicht extrem gut. Diese bekommt 64 Newtonmeter laut BMW. So, jetzt ist nochmal wichtig, dass ihr alles vor dem Einbau vergleicht. Hier ist es nämlich so, dass wenn ihr ein M-Paket 2 habt, gerade bei BMW, dann müsst ihr diesen Führungsstift vom Domlager oben entfernen. Den schraubt ihr einfach raus mit einer Zange, denn hier ist er auch nicht vorhanden und da oben ist der Durchstoß nicht gegeben. Trotzdem müsst ihr euch merken, wo dieser Stift war, denn jetzt bauen wir das Federbein wieder ein und genau diese Schraube muss dann oben hier auch in das Loch, wo diese Führung vorgesehen wäre. Also, ihr führt jetzt den Stoßdämpfer von unten rein. Wichtig, wirklich das Loch, wo es dafür vorgesehen wäre, muss auch da sein. Und ihr fixiert dann gleich auch schon alles mit den Muttern oben wieder. So, jetzt merkt ihr ja, der Stoßdämpfer an sich hat Spiel. Von daher geht ihr jetzt genau mit den Abdrücken der Muttern so wieder drauf, wie es davor auch war. Erst wenn die Muttern jetzt wieder komplett passen, schraubt ihr die Schrauben auch wieder komplett fest. Die Schrauben hier oben am Dom werden mit ungefähr 34 Newtonmeter laut BMW angezogen. So, nachdem der Stoßdämpfer jetzt oben schon wieder festgeschraubt ist, kommt er zurück in den Achsschenkel. Hier ist wichtig, hier ist eine Führung vorhanden. Diese zwei Führungsbolzen müssen hier hinten auch in die Nut von dem Achsschenkel rein. Also, ihr setzt jetzt den Achsschenkel unten an. So. Und jetzt, wie gesagt, müsst ihr mit, ihr seht es jetzt hier schön, mit den Führungsbolzen direkt dann auch in die Nut rein. Und ganz wichtig, auch komplett dann oben bis zum Rand. Also wenn ihr das Ganze jetzt vorgefügt habt, dann stellt ihr jetzt unter den Querlenker einen kleinen Holzblock oder sowas drunter und könnt jetzt das Auto ganz vorsichtig leicht ablassen, so dass der Stoßdämpfer schön komplett in die Führung einrastet. Dieser ist komplett eingerastet, wenn ihr merkt, dass es unten nicht mehr weitergeht. Zum Vergleich hier nochmal. Hier unten seht ihr, hier sitzt der, saß der Achsschenkel auf dem alten Stoßdämpfer drauf. Hier unten ist er dann praktisch ja, gesichert, dass er hier nicht groß weiterrutschen kann bis zu dieser Nut. Wenn es so der Fall ist, lasst ihr jetzt das Auto dann genau in dieser Position stehen und schraubt jetzt hier hinten die Mutter, die wir vorhin gelöst haben, wieder fest. Jetzt muss, wie schon gesagt, die Klemmschraube wieder festgezogen werden. Bitte achtet hier drauf, dass auch der Halter für die Bremsschläuche und auch den ABS-Sensor wieder richtig sitzt. Dann zieht ihr die Schraube gleich wieder komplett fest, wenn der Sitz des Stoßdämpfers korrekt ist im Achsschenkel. Diese bekommt laut BMW 81 Newtonmeter. Jetzt klipst ihr dann auch gleich wieder die Schläuche zurück in die Halterung und zu guter Letzt muss dann nur noch der Stabi wieder eingehängt werden. Wenn ihr diesen erneuern wollt, seht ihr es jetzt hier nochmal eingeblendet im Video, wie es geht und wie ihr ihn dann richtig wieder einhängt, seht ihr dort auch. Nicht vergessen, jetzt noch wieder den Niveausensor fürs Xenon festschrauben und danach nur noch das Rad drauf tun. Und die Sache Stoßdämpferwechsel hat sich schon erledigt. Ja Leute,
Wie ihr seht, es ist im Prinzip auch wieder keine große Geschichte, vorausgesetzt ihr habt einen Federspanner. Wie schon gesagt, einen guten und günstigen Federspanner verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Wichtig ist, es ist immer sinnvoll und auch empfohlen, Stoßdämpfer immer achsweise zu tauschen. Das heißt, wenn jetzt der rechte angenommen kaputt ist, dann macht ihr den linken gleich mit, weil ihr sonst ein komplettes Ungleichgewicht von der Stoßdämpferwirkung praktisch auf der Achse habt. Das gleiche gilt auch bei Federn. Wenn ihr auch dann die Stoßdämpfer rausbaut, macht die Federn gleich mit. Ist wirklich, ihr müsst einen Federspanner sowieso anwenden und dann könnt ihr die im Prinzip ohne großen Mehraufwand gleich erneuern. Ist genauso die Domlager. Wenn ihr das Video jetzt verwendet, um euch ein Sportfahrwerk einzubauen, dann ist ganz wichtig, bitte erkundigt euch bei dem Hersteller eures Sportfahrwerks, ob ihr bei einer Tieferlegung kürzere Stabilisatoren braucht. Das kann durchaus möglich sein, dass ihr da eben halt modifizierte Teile verbauen müsst. Wie gesagt, informieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über einen Kommentar, einen Daumen hoch. Wer uns jetzt noch nicht kennt, der drückt jetzt hier oben den gelben Abonnier-Button. Somit verpasst ihr kein Video mehr, bleibt immer auf dem Laufenden und das Ganze ist natürlich kostenlos. Links kommt ihr zu unserem letzten Video, und zwar wie ihr den Kraftstofffilter bei einem Benziner E46 wechselt. Und rechts kommt ihr zu dem Video, wie ihr die Federn an der Hinterachse wechselt. Alle Teile, die ihr dafür braucht, findet ihr, indem ihr unten auf die Bremsscheibe drückt. Bis zum nächsten Mal, Servus und Ciao.